Mein Schwerpunkt ist modellbasierte Softwareentwicklung und im Speziellen die Entwicklung von domainspezifischen Sprachen. Bei Computersprachen kann man unterscheiden zwischen sogenannten General Purpose Languages, das ist eben das, was so ziemlich jeder kennt erstmal, Java, C und so weiter, und sogenannten domainspezifischen Sprachen. Ja, eine domainspezifische Sprache ist ganz maßgeschneidert auf eine Domäne. Es gibt durchaus schon existierende domainspezifische Sprachen. Man ist sich vielleicht dessen gar nicht so richtig bewusst. Ne? Beispielsweise eben halt SQL. Die Sprache SQL kennt jeder. Und diese Sprache kann man wirklich nur dafür gebrauchen, um Datenzugriffe zu beschreiben. Das heißt also, die Domäne ist dort Datenbank. Stell dir einfach vor, zwei Mediziner unterhalten sich. Sie haben bestimmte Fachbegriffe, die sie verwenden. Und diese Fachbegriffe erlauben es ihnen, sehr kompakt Informationen auszutauschen. Wenn sie den gleichen Sachverhalt in einer allgemeinen Sprache, Deutsch, ausdrücken würden, müssten sie sich viel länger unterhalten. Nee, es ist halt nicht. Ja, es gibt Möglichkeiten, solche Sprachen durchaus auch effizient zu entwickeln. Man darf da keine Scheu für haben, zu sagen, dass man halt irgendein fachliches Problem hat, das man sich vorstellen könnte, in einer wie auch immer gearteten Sprache abzubilden. Aber man braucht natürlich auch Werkzeugunterstützung, die dann diese Sprache eben halt realisiert und damit irgendwas tut. Also eine eigene Sprache zu entwickeln, lohnt sich vor allem dann, wenn ich ein Software-System sehr lange eben auch halt auch benutze und warten möchte. Und wenn das, was ich mit dieser Sprache ausdrücken kann, viel abstrakter ist als das, was ich eben normal programmieren würde. Also dann ist der Aufwand und das Nutzenverhältnis extrem gut. Normalerweise gibt es ja einen ziemlichen Bruch zwischen den Fachentwicklern und den Leuten, die die Software nachher entwickeln. Mit einer domainspezifischen Sprache kann man den Fachentwicklern eine Sprache zur Verfügung stellen, die es ihnen ermöglicht, ihre Fachlichkeit direkt zu programmieren. Und dann hat man gar keinen Bruch mehr zwischen dem, was der Fachentwickler beschreibt, und dem, was in dem System tatsächlich ist.